Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Wi-Fi Battle hier auf diesem Kanal. Heute geht's im Juju rund. Ihr habt das letzte Mal schon gesehen, wir haben einiges geändert am Rahmen. Ist jetzt ganz normal, also normal will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe den jetzt so weit geändert, dass ich jetzt auch die Sets und sowas oben im Rahmen einblende. Ich werde vielleicht ihn auch noch den nicht so weit ändern, dass ich sogar noch eine Facecam mit einbaue. Aber eigentlich soll hier hauptsächlich das Fighten im Vordergrund stehen. Deswegen wird es auch wahrscheinlich so bleiben, dass ich sage, hey, die Facecam wird erstmal noch nicht kommen, weil ihr mich mittlerweile auch viel zu oft gesehen habt. Wer will mich schon zu oft sehen? Das möchte auch nicht jeder. So, wir spielen heute gegen Tasamu. Oh, lol. Good luck, fun, würde ich noch schreiben. Wir nehmen das gleiche Team wie letztes Mal. Es ist ein gutes Team. Es ist kein schlechtes Team. Wir müssen nur einmal schauen, weil wir müssen ein bisschen strugglen, weil das Team hat einige kleine Schwächen, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Und wir müssen jetzt mal auch gucken, ob wir diese Schwächen ausbauen können, ob wir das Team verbessern können. Zum Beispiel bin ich ganz so zufrieden mit Felinara im Team. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht auch ein anderes Pokémon mit reinbringen kann. Aquana habe ich auch schon überlegt. Problem ist hier aber auch wieder an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Aquana sich da wieder so gut macht, weil es von Voltenso weggehauen wird. Es wird viel nicht unbedingt von Megaderaptor weggehauen, aber es wird hier auch wieder Riesenprobleme kriegen. Wir sehen hier mit einer Wahrscheinlichkeit zu 80%, 90% Muramura Bizarraum. Das Lamor Bizarraum, das Dingskan Bizarraum. Im Prinzip sind alle Mons sehr, sehr langsam. Ich habe aber einen Riesenvorteil. Ich kann direkt mit Cobalion leaden, könnte also eigentlich meine Tarnsteine rausbringen, was eigentlich sehr, sehr gut ist, und hätte damit immer noch die Switch-Variante. Ja, und das machen wir auch direkt. Wir leaden mit Cobalion, ist ein guter Lead. Können auch noch den Verhöhner rausbringen, um hier zu verhindern, dass er hier den Bizarraum bringt, wenn er mit Lamor leadet. Ich glaube nicht, dass er mit Lamor unbedingt leaden würde. Es ist aber eine voraussichtliche Möglichkeit, dass hier ein Lamos-Lead kommt, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Also eigentlich der beste Lead wäre eigentlich irgendwie so Heatwave, was auch Verhöhner drauf hat, um Tarnstein selber zu bringen. Oder es kommt Tentantel, was auch Tarnsteine hat, Stachler etc. Und das werden wir natürlich jetzt gleich unterbinden, indem wir erstmal Verhöhner draufhauen. Wir sind definitiv schneller. Also wir haben eine 108er Base in mit Cobalion. Und wir wollen mal schauen, was er machen wird. Also er kann eigentlich nur Jarrow Ball drücken und das dürfte uns nicht so viel Damage machen. Und ansonsten kommen die Tarnsteine oder... Ja, perfekt. Super. Wir haben jetzt die Tarnsteine selber oder bringen jetzt unsere Tarnsteine selber raus. Und gehen danach auf den Voltwechsel. Also erstmal wieder raus. Hier mal gucken, was er reinbringt. Ich tendiere, er bleibt erstmal nicht drinne und wird hier vielleicht in Heatwave mit Hard Switch rausgehen. Aber ich glaube, er hat auch wahrscheinlich Angst vor dem Nahkampf, ne? Es kommt, unsere Tarnsteine kommen raus, perfekt. Gyro Ball kommt, der dürfte nicht viel machen. Der dürfte nicht viel machen. Also, nee, der macht auch nicht viel, perfekt. Super, wir wechseln aus, gehen auf den Voltwechsel, bleiben safe. Hoffentlich wechselt er jetzt auch aus und wir kriegen hier die Switch dann wieder. Das wäre auf jeden Fall mega nice. Und das ist halt der Vorteil, wenn man Cobalion spielt. Es ist so ein gutes Mon. Es kann Tarnstein legen, es ist schnell. Es hat einen Voltwechsel, haut da zwar nicht viel Damage raus, aber ein bisschen Chip-Damage und das ist gut. Und wir können jederzeit wieder rauswechseln, dadurch, dass wir den Voltwechsel haben. Und es ist einfach gut, es kommt Lamos rein. Wir kriegen also ein bisschen Chip-Damage auf Lamos. Tarnsteine kommt, das ist auf jeden Fall gut. Wir können direkt jetzt in Rotom gehen und das Ding mit einem Donnerblitz rausnehmen. Das ist einfach so gut. Und deswegen bin ich ein Riesenfreund von Cobalion. Ich sag ganz der Cobalion. Cobalion. Warum sag ich mal Cobalion? Vielleicht weiß ich sogar Namen. Also. So, Bacon Boato kommt rein. Und es ist wie gesagt eins der besten Monster überhaupt, finde ich, mit Cobalion. Und dann raus. Zack, wir gehen in Scarfa. Jetzt die Frage, gehen wir direkt für einen Donnerblitz? Und ich würde sagen, ja, wir gehen für einen Donnerblitz, weil es ist eigentlich die beste Möglichkeit hier. Und ich denke mal, es wird sogar im besten Fall ausreichen, um Lamos rausnehmen zu können. Wir nehmen es raus, perfekt. Damit ist Lamos schon mal raus. Eine gute Wall von ihm ist damit weg. Belebekraft, ja, Lamos wahrscheinlich sogar sehr safe. Belebekraft, Lamos. Bacon Bratu macht hier seinen ersten Kill. Ding. Machen wir jetzt so ein Encounter-Ding, wo immer unser Bacon-Bratum-Kill macht. Ich werde übrigens die Teams größtenteils oft so lassen, weil ich ungerne den Rahmen immer umbauen will. Nicht Scherz. Weil ich mit den Teams auch mittlerweile auch Ladder auf Showdown.
Und wenn ich merke, dass die Teams echt gut sind und gut harmonieren zusammen, weil, oder ich sehe das halt, dann lasse ich sie wirklich so, weil es lohnt sich halt echt nicht, da nochmal die Teams zu ändern. Und ja, wir gehen raus, gehen in Filinara. Ich weiß nicht, was Banette machen soll. Das ist eine physische Wall auf jeden Fall. Physische Wall will ich jetzt nicht sagen, aber ein guter physischer Angreifer mit Dunkelklaue. Es ist mega Banette. Nice. Gefällt mir. Nice. Okay, was kommt jetzt? Dunkelklaue? Toxin. Oh, nice. Perfekt. Super. Super. Gut. Wir gehen hier selber auch auf unser... Ja. Unser Toxin. Ich denke mal nicht, dass Muramura reinkommt oder auch Heatwind. Ja. Aber wir gehen hier safe. Gehen hier auf Toxin. Und wollen mal gucken, was er machen will. Ich, wie gesagt, ich denke nicht, dass das wird schon in den Heatwind kommen wird. Könnte aber gut möglich sein. Es kommt wirklich inzwischen in den Heatwind. Ja, nice. Gut gemacht, auf jeden Fall. Damit haben wir hier eine Nullrunde für uns gemacht. Haben aber zumindest ein bisschen Chip-Damage auf Heatwind gekriegt. Das ist nice. Ja, jetzt müssen wir nur überlegen, was bringen wir jetzt rein, um hier Heatwimps, Hitzewelle bzw. Lichtkanonen zu tanken. Und da bleibt uns eigentlich nur eine Möglichkeit. Das beste Mod, was hier eigentlich so gut wie alles tankt von Heatwimp und ohne Probleme hier was machen kann. Es ist Bacon Brato. Ja, wir tanken die Lichtkanone, kriegen zwar ein bisschen Damage, aber der Vorteil ist, wir können wieder auf den Voltwechsel gehen, können damit rauswechseln und werden dann im Prinzip damit, ja, dann nochmal die Lichtkanone bedicken, indem wir auf den Toxer gehen und den Toxer outspeedet Heatwind und damit kriegen wir dann auch das Heatwind Down mit einem Seedewasser. So ist der Plan. Mal gucken, ob der aufgeht. So, wir kriegen die Lichtkanone ab. Easy, schön, schön. So muss das richtig schön. Alter, der Damage, oh, der tut so weh. Das ist echt krass. So. Wir gehen auf den Voidwechsel. Weil wir raus wollen, habe ich ja gesagt. Wir werden ein bisschen Chip-Damage auf Heatwind kriegen. Und er wechselt raus, wird, ich weiß nicht, Muramura nicht, er wird auf Ditto gehen. Perfekt, das ist sehr gut. Das ist sehr gut für uns. So, Ditto wird Doppelgänger haben. Wir können raus, kriegen Damage drauf. Oh, das ist richtig nice. Und jetzt ist nur die Frage, er wird wahrscheinlich Scarf spielen. Bloß, was soll er mir machen? Ich weiß ja mein Set, was ich spiele. Und die Frage ist, was wird er uns machen, wenn wir in, richtig, in Rabigator gehen? Gar nichts kann er uns da machen und deswegen bleiben wir safe, gehen in den Rabigator. Donnerblitz kann er nicht rücken, Voltwex kann er nicht rücken, Spukball tanken wir, Hitzekoller, ja, das ist okay, tanken wir aber auch noch. Wir gehen auf mal Abschlag, um hier nochmal guten Damage drauf zu machen und ich denke mal, das wird auch ausreichen. Und wenn nicht, wenn er rauswechseln sollte, Muramura, Heatwind, ouch, das wird wehtun, das wird wehtun. Oder auch Tentante könnte reinkommen, aber da habe ich zumindest schon mal den Bollenhelm weg, das wäre auf jeden Fall nice. Mal gucken. Mal gucken, ob er es machen wird. So, er wechselt direkt wieder hart raus. Haben wir es bedeckt? Es kommt Tentante rein. Es kommt Tentante rein. LOL. Darum ist mein Dub. Ach ja, stimmt. Könnt ihr nicht sehen. Mist. Könnt ihr gar nicht sehen. So, Boilenhelm ist weg. Alter, macht das krassen Damage. Holy shit. Ach, Überreste sind drauf. Alter. Alles klar. Wusste ich gar nicht, dass so viel Damage war. Krass. Ich muss jetzt hoffen, oder ich muss einfach hoffen, dass der Abschlag ausreicht, weil ich will nicht, dass den Tarnstein legt. Reicht er aus? Er reicht aus, um es rausnehmen zu können. Wir kriegen zwar noch ein bisschen Damage, ist aber okay. Damit haben wir seinen potenziellen Tarnsteinleger hier auch erledigt. Das ist nice. Das ist sehr gut. So. Wir haben Tentante down. Wir haben Lamostorm. Zwei super physische oder ja, physische Walls will ich jetzt nicht sagen, aber zwei gute Walls auf jeden Fall. Es kommt Heatwind rein. Brauchen wir Rabigator noch? Können wir drin bleiben oder nicht? Das ist jetzt die Frage, Freunde. Brauchen wir Rabigator noch? Wir haben noch ein Banette vor uns. Das Banette uns bietet uns nicht. Das Muramura wird ein bisschen problematisch, aber das kriegen wir auch einigermaßen hin. Wir gehen raus und gehen hier auf Bacon Brato. Ich predikte jetzt einfach mal die Erdkräfte. Ich predikte sie oder die Lichtkanone. Weil eins von beiden wird er machen, er wird keine Feuerattacke machen. Und es wird... Z-Move, bitte Z-Move Erdbeben, bitte Z-Move Erdbeben. Solarkraft? Das war Solarkraft. Das ist... Er hat Solarstrahl drauf oder Strauchler. Holy shit, ja, das ist das Pflanzenset. Wie geil ist das denn? Oh, ich liebe dich dafür. Ich kenne das Set, das ist richtig Nelzadiza. Mhm. Geil predicted, würde ich sagen. Okay, das ist jetzt kein Stück predicted.
weil ich die Attacke nicht auf dem Schirm hatte, weil ich kenne das Set. Aber das ist, wie alt ist das Set? Das ist voll alt eigentlich schon. Okay, wir bleiben drin. Gehen hier auf den Donnerblitz, machen jetzt einfach großen Damage, weil wenn Ditto wieder reinkommt, kriegen wir guten Damage auf Ditto. Tentante ist down, das heißt, da kann er auch nicht mehr reingehen. Also wir haben hier jetzt auf jeden Fall super Position mit unserem Rotom. Mal gucken, ob Rotom hier jetzt noch seinen zweiten Kill macht. Ich habe es ja gecallt, ob Rotom vielleicht noch ein paar mehr Kills hier machen kann. Aber kann uns sonst nicht viel machen. Er bleibt drin mit Titan, lässt es, ja, sterben will ich jetzt nicht sagen. Es ist eh nur ein Safer Turret. Erdkräfte kommen, wir haben Schwebe, perfekt. Er kann eh nichts machen. Ja, und was anderes anzudamagen lassen, ist einfach dumm. Also von daher ist es vollkommen okay, dass er hier jetzt Friedhelm sterben lässt. Ich wäre vielleicht nicht auf Erdkräfte gegangen, um ehrlich zu sein. Ich wäre vielleicht noch auf eine Lichtkanone gegangen, um ein bisschen Damage zu kriegen. Aber vielleicht hätte er auch prediktet, dass wir vielleicht nochmal rauswechseln. Ja. So. Ich denke mal, es kommt Rotom wieder. Ich denke, sehr stark. Ich denke, es kommt Rotom. Ich denke, es kommt Rotom. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ich denke, es kommt Rotom. Rotom. Ditto. Ditto. Oh Gott. Ja, aber es ist jetzt ein Rotom. Ja. Oh Gott, bin ich dämlich. Lol. Okay, gut. Beckenberatung kommt rein. Oder beziehungsweise hat sich jetzt angenommen. Bleiben wir drinnen, geht auf den Spukball. Oder... Oh, brauchen wir eigentlich nicht. Ganz ehrlich, er wird sich scarfen. Er wird sich im Spukball scarfen, ja. Das ist egal. Obwohl... Ja, wir wechseln gleich noch mal raus. Wir machen ein bisschen Chip-Damage mit Donnerblitz. Er wird eh scarf sein, weil er schneller ist als wir. Das heißt, er ist scarf. Oder wir sind halt im Speed-Teil und er hat gewonnen. Wir gehen jetzt aber safe. Und, gehen auf unseren Crew, weil er ist scarf, Freunde. Und er kann nichts anderes außer Spukball gehen. Und da wir noch den Typ normal haben, kann er uns hier kein Damage zufügen mit Tauboss. Und wir kriegen hier safe unsere Mega-Entwicklung raus, die wir natürlich erstmal drücken. Geht auf den Kraftschub, um uns hier zu setupen. Und ich würde sagen, let's go Tauboss. Das Problem ist, Muramura werden wir nicht down kriegen. Kann ich euch jetzt schon sagen, das Ding ist einfach so eine fucking Wall. Das ist abnormal. Muramura ist richtig schlimm. Und ich denke nicht, dass wir es direkt down kriegen werden. So. Mal gucken, was passieren wird. Er bleibt weiter auf Spukball. Er will halt, dass wir es direkt töten. Um wieder kein Chip-Damage auf Muramura zu kriegen. Ich werde mich aber setupen. Um ganz ehrlich zu sein, ich brauche safe Muramura down. Und deswegen muss ich mindestens plus 3 sein. Oder plus 2 würde... Nee, plus 2 reicht nicht aus. Plus 3 müsste ausreichen mit Hitzewelle, ne? Welches Mal? Ich glaube, ich habe es irgendwann mal nachgekalkt, Freunde. Korrigiert mir das, wenn das jemand weiß, in die Kommentare. Der kriegt von mir ein Pokémon Safe gratis. Ja, wenn das wer weiß. Aber bitte nicht nachkalken, ne? Das muss er vorher wissen. So, Manette kommt wieder rein. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Panik vor Rotom, was sich mit Doppelgänger gleich alles von mir kopiert. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber der Vorteil ist, ich habe immer noch einen Tentoxa. Und Tentoxa sollte es rausnehmen. Und ich bin mit Rotom immer noch schneller. So, wir gehen auf den Orkan. Willy. Willy hat die Donnerwelle im Set. Ist das... Ey, seid ihr ernst? Was ist das? Crew, ehrlich. Egal, wir kriegen es down. Alles gut. Banette ist down. Er hat jetzt nur noch Muramura. Und wird... Ja, Muramura. Er wird Rotom reinbringen. Er wird sich jetzt erstmal unseren Boost mit alles abholen mit Doppelgänger. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich mache. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich würde eigentlich ich bleib dran. Es ist mir egal. Ich bin eh langsamer. Vielleicht geht er auf eine Hitzewelle, weil er was predikten will, aber es wird dumm. Und Filinara tankt zumindest einen Orkan. Und mit der Schallwelle kann ich es eigentlich rausnehmen. Warum? Okay, GG. Jetzt haben wir nur noch Muramura vor uns. Easy. So, Muramura kommt. Das letzte Mal gucken.
Ich habe jetzt nicht verstanden, warum Ruhrort. Okay, er ist schneller, scarft sich, Ruhrort erstmal hochheilen. Hat er vielleicht auf die Full Paragoff, dann wäre das völlig okay gewesen, der Play. Aber so irgendwie nö. So, wir gehen hier auf eine Hitzewelle. Das sollte nicht ausreichen, weil ich habe das nachgedacht. Es dürfte erst plus 3 ausreichen. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett verkalkt habe. Aber eigentlich dürfte es nicht ausreichen. Never. So. Nee. Genau, das ist nämlich. Plus 2 aber um plus 3 der auch nicht gereicht. Alter, da kriegen wir erstmal den ersten Hit ab. Krass, ey. So. Verteidigungsboost. Oh shit. Muss ich ein bisschen aufpassen. Wir gehen aber jetzt in Rabigator. Rabigator wird hier den Rest erledigen. Wir sind schneller. Wir haben Wahlbände drauf. Wir kriegen nochmal den Bedroher drauf. Das heißt Angriff minus 1. Perfekt. Und können dann damit Muramura rausnehmen mit den Erdbeben. Und damit gewinnen wir das Match 5-0. War ein schönes Match. War eigentlich gut gespielt. Ich weiß nicht, wir haben eigentlich relativ safe gespielt. Ob das will ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben relativ safe gespielt. Haben einige gute Plays gemacht. Haben ein bisschen was predicted gehabt. Und damit würde ich auch sagen, einigermaßen auch verdient gewonnen. Tazumi hat sich aber gut geschlagen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen. Schreibt mir in die Kommentare, ob plus 3 Kalken ausreichen würde, ne? Für jeden oder für jedes Däumchen gibt es ein Träumchen von mir oder ein Küsschen, wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Ansonsten seht ihr ganz normal mich im nächsten Video wieder. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert. Und ihr wisst ganz genau, folgt mir auf Insta, Twitter und auf Discord, ne? Jonathan Channel, um kein Wette mehr zu verpassen. Wenn ihr auch mal gegen mich betten wollt, schreibt mich auf Twitter an oder auf Discord, ne? Oder schreibt es hier in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und jetzt ab mit euch in die Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Abo da. Das kannst du da oben links machen. Und wenn du weitere Videos von mir finden willst oder so, findest du die da auf der rechten Seite. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar weitere. Ich würde mich riesig freuen und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.